So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 3 Titan Lords. Ich will gegen. Komm, wir treten hier gegen den Schmied im Armdrücken antreten. Da knacks, knacks. Ich extra spät in der Nacht und jetzt kommst du und forderst mich heraus. Und wo ist das Problem? Wir haben 300 Gold gegeben, jetzt komm. Aber wenn hier jetzt jeder eine Runde gegen mich drücken will, komme ich zu nichts mehr. Das passiert schon nicht. Also, was ist jetzt? Na schön. Wir drücken genau einmal. Eine Revanche wird es nicht geben. Also zeig mir, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Aus dem Holz deiner Schmiedehämmer, die ich dir entwendet habe. Ich glaube, das war... Ah, Tasten im richtigen Moment. Okay, eins, zwei, drei, go! Ach so, ah. Ach so. Das ist ja... Ah, mehrfach, mehrfach, mehrfach. Nein! Wir wurden verarscht. Hä? Das ist ja mega die Verarsche am Ende. Hä? Man weiß ja gar nicht, wann das zu Ende geht. Und dann drückt man einmal falsch und... Oder muss ich noch schneller? Doch, ah, okay. Am Ende ist einfach nur noch schneller. Ich war zu langsam. Gewonnen. Yeah. Wie zum Gürge hast du das geschafft? Da ist doch was faul. Niemand hat es je geschafft, mich zu schlagen. Sag bloß, was ist jetzt mit meinem Gold? Bloß. Ja, ich komm wohl nicht drum herum, dich auszuzahlen. Hier, das war das letzte Mal, dass ich mich auf so ein Spielchen eingelassen habe. Danke. Ich habe noch Eisen. Da. Danke. Da. Da. Zeig mir. Wir haben jetzt 2000 Gold. Das ist okay. Ich weiß immer noch nicht, was man davon verkaufen kann. Wir haben so viel unnötigen Scheiß. Aber naja. So, dann würde ich sagen, keine Ahnung, wo das stumpfe Opfermesser ist. Ich tippe ja auf hier drüben irgendwo. Aber da kommen wir erstmal nicht hin. Deswegen zurück zum Schiff. Ich habe mich entschieden, wohin wir als nächstes gehen. Zur Auswahl standen ja 1, 2, 3, 4, 5 Inseln. In der engeren Auswahl habe ich schon mal Takarigua und Kila. Und schlussendlich habe ich mir dann doch überlegt, okay, weil es dort so viele legendäre Gegenstände gibt, machen wir bei Kila den Anfang. Da haben wir bisher den Hinweis auf die meisten legendären Gegenstände. Oh. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Die Natur selbst regiert diesen Ort. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in ihren Fängen verenden. Das hat der Dschungel so an sich. Vieles ist hier nicht so, wie es scheint. Also traue deinen Augen nicht. Okay, dann machen wir die Augen zu. Hat er noch was zu sagen? Und? Was sagst du zu dieser Und gefällt's Gegend? Dir? Der Dschungel ist die Welt der Wilden. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgeht, können sie sehr nützlich sein. Du meinst als Sklaven? Ich dachte mehr an Waffengefährten. Aber wenn du mich so fragst... Ja, Sklaven sind schon gut. Irgendwann lege ich mir vielleicht einen zu. Hier, tausche erstmal gegen Menschlichkeit. Ah, nochmal. Echt, wir hatten schon so viel Seelenstaub? Gut. Dann rudern wir mal zum Strand. Komm, wenn wir schon hier drüben stehen, dann töten wir noch die ganzen Schildkröten, die hier rumgammeln. Hui. Warte, den Matrosen da hinten kennen wir doch auch. Oder? Das war doch der aus dem zweiten Teil, den wir befreit haben. Boos. Nee, Hawkins meine ich. Hörst du das? Nein, was denn? Diese Stimmen. Die musst du doch hören. Egal. Hab mich wohl verhört. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Cool. Hört sich gut an. Vielen Dank. Rum hört sich gut an. Ja? Dann wirst du bei uns eine Menge Spaß haben. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Borbor auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Oh, Äffchen. Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf in Richtung Südwesten niedergelassen.
Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder. Oder? Bitte was? Egal, wir töten Äffchen. Hat er nicht gesehen. Siehst du nicht? Warte gefälligst, bis ich damit fertig. Okay. Dann stören wir dich mal nicht bei deinem Selbstgespräch. Und töten Äffchen. Ja, kleine Äffchenschädel. Ja, komm, wir gucken mal kurz hier den kleinen Teil der Insel an. Da haben wir schon mal ein größeres Äffchen. Größerer Äffchenschädel. Oh, unser Damage ist jetzt schön hochgegangen. Warte, ich will mal kurz gucken. Hiebwaffen 95, Schwerter 8. Ach, das sind alles drei verschiedene. Wir haben eine Hiebwaffe. Okay. Finde ich gut. Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Dschungelspinnen. Aber man merkt den Damage dran. Jetzt sind die Inseln vergleichsweise richtig einfach. Weil jetzt haben wir uns schon durchs Ärgste durchgeschlagen. Da pennt einer oder ist tot. Man weiß es nicht. Oh, ein Rammer. Schauen wir mal, wie gut wir jetzt gegen den sind. Wenn er uns gleich überhaupt bemerken möchte. Au. Ja. Da hat sich was getan im Vergleich zur letzten Insel. So, warte. Wir wollen mitmachen. Chill. So. Das ist doch laut. Aber so ist gut. So ist richtig gut. Oh, Felle. Da gab es doch noch zwei. Noch einen. Ich überlege auch, ob wir nicht vielleicht sogar zuerst den Teil der Insel erkunden wollen. Falls wir da rüberkommen. Ja, doch. Komm, das ist so ein schöner Teil abseits. Da hat es einen legendären Gegenstand. Das habe ich im Gefühl. Bestimmt auch irgendwo ein Teleport-Ding. Wir gucken aber erst noch kurz. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel Proviant. Da unten sind noch Sandteufelchen. Kommen wir hier einfach so rüber? Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Große Dschungelspinne. Die ist nicht arg größer als die anderen, aber okay. Warum fokussiere ich jetzt die Kleinen an? Keine Ahnung. Au. Warum geben mir die Kleinen so auf den Sack? Keine Ahnung. Wir können auf jeden Fall Fingerfertigkeit steigern. So, das will ich jetzt machen. Kein Zurück. Ich will Fingerfertigkeit. Das brauchen wir mindestens auf 50. Wenn nicht sogar noch höher. So, da haben wir noch ein kleines Pilzchen. Und kommen wir hier rüber? Wir könnten uns runterfallen lassen. Das wäre aber, glaube ich, ziemlich schmerzhaft, weil das hier war schon eigentlich genug. Bei uns heimlich mal. Nee, wir nehmen den Weg außen rum. Bei meinem Lieblings-Sandteufelchen. Oh. Das ging schnell. Waren das... Wow. Das ging ja echt schnell. Jetzt schlage ich ein paar Schädlein. Zack. Die sind ja gar kein Problem mehr. Scheiße, geht nochmal 30 Parts zurück. Sandteufelkämpfe. So gefühlt 8 Minuten lang. Und jetzt sind es 3 Hits und die sind weg. Nicht schlecht. Und wem gehört dieses große, nice Schiff? Ist das das Schiff der Eingeborenen? Das ist natürlich auch cool, wenn wir das bekämen. Und wir kommen hier tatsächlich rüber. Haha! Ja, dann machen wir den Teil der Insel zuerst. Ganz klar.
Es ist wieder leise. Was soll denn das mit der Lautstärke hier? So, Sandhäufchen. Hui. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Und aufs Alter, der rennt hier voll die Kiste um. Pass mal mehr auf die Kiste auf, Mann. Da sind bestimmt noch wertvolle Sachen drin. Oder nicht? Die backt halt so ein bisschen so leicht rum. Komm, wir schubsen sie ins Meer. Platsch. Platsch. Ja, das hat Spaß gemacht. Oh, warte, wie hießen die Viecher? Wasserechsen waren das. Hornmuschel. Oh, wir kriegen eine zweite Muschelart. Zack. Herrlich. Und Fernkampf und Magie können wir steigern. Er schwimmt einfach mit Schwert. Bones juckt es überhaupt nicht. Und noch eine Hornmuschel. Und nochmal. Oh, ich dachte schon, es gibt keine normalen Muscheln mehr. Nochmal. Ja, jetzt Bones, hol's dir. Komm. Ist da ein unterirdischer... Da ist eine Höhle. Oh mein Gott, wir haben eine Höhle gefunden. Ah, das wäre eh laut Karte hier drin. Ist hier etwa ein Kristallportal? Oder eine Schildkröte? Und Leonards Ausrüstung. Wer auch immer Leonard ist, aber anscheinend war da sein Perso oder so und deswegen wissen wir, dass es ihm gehört. Gut. Ich liebe es, diese Quest schneller zu beenden, als sie überhaupt... bevor sie überhaupt angenommen werden. Ach, immer her... Warte, Muschel. Immer her... Wow. Scheiße, Mann, hier sind gefährlich wie hier. Der gab nur 100 Erfahrungspunkte. Okay. Naja, also ich liebe es, Quests früher zu beenden, als sie überhaupt zu machen sind. Das ist immer schön. Liegt hier oben noch was? Spannendes? Nein. Na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Und nehmen Muscheln. Und erkunden den kleinen Abschnitt noch. Ah, ob es in dem Part noch reicht, weiß ich gar nicht. Je nachdem, wie viele Gegner hier noch sind. Ah, es wäre schon cool, wenn das jetzt noch für einen Part... Was seid ihr denn? Feuer... Oh, nö. Scheiße, die Viecher gibt's noch. Das waren die lästigen Teile im vorigen Teil, aber ich glaube, da... Im vorigen Teil hatten die viel mehr Federn. Kann das sein? Die sehen anders aus. Die haben weniger Federn. Naja. Wir können ja eh nur einmal Federn looten, ob die jetzt 10 oder 10.000 haben. Wir kriegen eh nur eine Feder raus. Wir können die gar nicht so skalpieren und massakrieren, wie wir wollen. Das ist unfair. Und unlogisch. Ich will 20 Federn mitnehmen. Guck mal, sein Kopf und sein Schwanz, hat sein Schwanz Federn? Ja. Kopf und Schwanz haben so schön viele Federn. Da ist nochmal einer. Feuervögel. Zum Glück kamen die noch nicht zu ihrem blöden Permanent-Angriff. Wo die so zack, 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 zack reinhacken. Feuervögelchen. Wo geht's denn hier lang? Hier könnte man mit dem Papageienflug zurückfliegen. Oh, nur Knochen und Kadaver. Oder? Ja. Bones? Hat nichts zu sagen. Ja. Ich vermisse Musik. Ich muss ja am Audio rumwerkeln. Ist das schlimm? Aus
So ganz leise ist Musik da, aber so wirklich ganz, ganz leise. Hör mal den Vögel, den Vogel länger leiden. Aber so viel Ruhm geben die gar nicht. Warte mal, hier ist noch ein kleiner Strandabschnitt. Hier ist eine Skulptur von den Eingeborenen. Und Gold, Klee. Und, also ich dachte gerade, Bones wäre so ein menschlicher Gegner gerade, wie der auf mich zugerannt kam. Oh, Bones, Mann, pass doch auf. So, Muscheln sammeln. Da liegt noch eine. Nee, kann man nicht mitnehmen. Nein! Ach komm, kletter. Jetzt spring da doch hoch, Kerle. Wir haben noch ein... Wir laufen einfach die Pflanze hoch. Ist das scheiße. Wir laufen einfach die blöde Pflanze hoch. Ah. Ja, den Rammer machen wir noch. Zack. Zack. Au. Zack. Scheiß Riesenviecher. Und scheiß Riesenviecher. Gut, dann würde ich sagen, mit der kleinen, großen Insel machen wir im nächsten Part weiter. Wenn wir Glück haben, können wir die ganz erkunden. Man weiß es nicht. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter.